Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Connor. Wir schauen uns jetzt die Rübenschnitzel-Anlage an, Version 1.0. Das Ganze kommt vom Acker Designer, gibt es neben PC / Mac auch für die Konsolen. Einmal zu finden im Baumenü unter Produktionen und ganz hier hinten habt ihr sie, die Rübenschnitzel-Anlage. Für Costa Quanta 25.000 Euro in der Anschaffung, 50 Euro. Unterhaltskosten pro Tag. Jawollo. Könnt ihr überall platzieren, wo ihr Rechte habt. Ist klar, wie hier überall platzieren und malen Mod mit draufnehmen. Wie immer, wisst ihr ja Bescheid, aber gehört ja mittlerweile, denke ich mal, bei jedem zur Standardausführung. Nun, wie es der Name schon sagt, ist es eine Anlage / eine kleine Produktion, um Zuckerrüben zu Zuckerrüben Schnitzel zu machen. Ne? Im Standardspiel ist das ja eine ewig lästige Arbeit oder kleinfummelige Arbeit, sagen wir es mal eher so. Und damit sind natürlich Produktion aller Art für die, die die Schnitzel gerne nutzen, perfekto. Das Ganze ist so relativ simpel aufgebaut. Wir haben hier vorne halt dementsprechend den Zerkleinerer mit drin, wo wir unsere Zuckerrüben mit reinschmeißen können. Das Ganze wird dann einmal zerkleinert, geht dann optisch gesehen einmal hier hoch in die Bunker und hier können wir es wieder rausholen. Und so ist es auch recht simpel gehalten. Wir haben hier die Triggerfläche, die mal nicht in Gelb, sondern in Schwarz-Rot oder Rot-Schwarz, je nachdem, gehalten. Coole Sache. Wir haben hier den Trigger fürs Produktionsmenü. Wir haben oben hier den Trigger, um es abzuladen, mit drinne. Dann ansonsten hier ein bisschen Deko. Mego mit dazu, die zwei Silos, ihr seht, hat er überall Colli, sieht du optisch in dem Sinne alles toppi aus, ne? Also da kann man jetzt nicht viel falsch machen, davon mal ab. Hier einmal das Entladen mit dazu und das ist es, also mehr ist es nicht, mehr soll es aber per se auch nicht mit sein. Ne, wir sehen hier drinnen, das Ganze steht jetzt still, weil es nicht arbeitet, davon mal ab, ne? Aber joach, alles Colli, alles schick, alles schön, also was willst du mehr, sieht top aus. Deswegen switchen wir gleich mal zu der Funktionalität, beziehungsweise wir kippen hier erstmal ab. Ihr könnt jetzt wiederum auf zwei Weisen, entweder ihr macht es mit Schaufel, Förderband, whatever, um das irgendwie hochzukippen, aber Acker Designer hat das Ganze auch so gemacht, dass ihr es einfach hier im Boden schmeißen könnt, also in Anführungsstrichen, und das Ganze füllt sich hier ohne Probleme mit auf. Ne? Und da seht ihr auch hier drinnen, so leicht kommt dann dementsprechend auch hier, ne, die Texturengeschichten hier zum Einsatz. Passt natürlich ein wenig was rein. Oder ein wenig mehr in dem Falle. Ist jetzt in dem Falle keine kleine Anlage oder kein kleiner Zerschredderer hier mal dazu, sondern da könnt ihr schon ordentlich was reinbautzen. Um genauer zu sein, haben wir hier ein Fassungsvermögen von 600.000 Litern. Jawohl, ist also auch was für, ja, Großmap-Spieler, nenne ich es immer mal wieder, oder für die, die halt Produktion auf XXL-Basis gerne nehmen wollen. 600.000 Liter, das ist schon recht ordentlich. So, dann haben wir hier eine Produktion, und zwar Zuckerrübenschnitzel. Wer hätte es gedacht, wir haben 1920 Zyklen pro Monat bei Produktionskosten von 120 Euro pro Monat / pro Tag, ne, ist klar. Ansonsten, Rezept ist einfach, 20 Zuckerrüben rein, 20 Zuckerrübenschnitzel raus. Also ihr habt noch nicht mal in dem Sinne in Verlust. Ne? Ist ja großartig, was willst du mehr? Von daher, das ist es. Einmal anschalten. Dann hört ihr, kommt auch dementsprechend Sound mit dazu. Wir haben hier drinnen die Animation in dem Falle. Ne, ihr seht, wie gesagt, das hier unten füllt sich dann. Also je nachdem, wie voll das wird, kommt das dann auch Richtung hoch. Also Richtung nach oben, Richtung hoch. Deutsch ist ja wieder Tobi hier. Und ihr seht, Zuckerrübenschnitzel werden jetzt hier auch schon produziert. Wir haben da jetzt ganze 7 Liter. Wir spulen hier einfach mal ein bisschen nach vorne. Ihr seht, das geht auch recht zackig hier mit voran. Ne, da müssen wir jetzt gar nicht allzu lange warten. Wir spulen mal bis 13 Uhr vor. Und dann seht ihr, haben wir jetzt schon roundabout um die 2000 oder über 2000 Liter im Endeffekt hier mit drin. Und das Ganze wieder rauszuholen ist genauso simpel, wie ihr es reingeschüttet habt. Einmal unter das Rohr unten drunter hier und dann einmal R drücken und Spaß haben. Ne? Dann könnt ihr das Ganze rausholen, könnt es dann dementsprechend weiter verarbeiten zu dem, was ihr halt haben wollt. Also, relativ simple Produktion mit großer Kapazität und macht das, was ihr machen soll. Ne? Nicht mehr, nicht weniger, kein weiterer Schnickschnack etc. pp. Also von daher alles Tobi. Was willst du mehr? Logilog ist sauber. Wir reden hier von fast exakt 17 MB. Könnt ihr also definitiv keine Fehler damit machen. Singleplayer, Multiplayer, alles Tobi. Download-Link inklusive Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis denen, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.